Hey Leute, ich habe das Gefühl, dass für viele Menschen plastikfrei Leben irgendwie so eine Art Hippie-Spinnerei ist und dass sie der Meinung sind, dass man das doch in seinen Alltag überhaupt nicht implementieren kann und dass doch alles mega umständlich ist und überhaupt nicht umsetzbar. Ja, ich bin nicht dieser Meinung, sonst würde ich es wahrscheinlich auch gar nicht machen, denn ich bin ein sehr fauler Mensch. Und ja, das möchte ich euch heute in einem kleinen Plastikfrei-Propaganda-Video mal zeigen und ich hoffe, ich kann da vielleicht noch einige mit überzeugen, was weiß ich. Fangen wir an. Es geht heute nur um Lebensmittel, weil ich der Meinung bin, dass Lebensmittel oft besonders bescheuert verpackt sind und es ist dabei auch gleichzeitig noch besonders unnötig. Fangen wir an mit den Grundnahrungsmitteln, so Reis, Butter, Zucker, Mehl, was weiß ich, Haferflocken, solches Zeug. Das sind alles Lebensmittel, die man super papierverpackt bekommt. Man muss sie nicht in Plastik verpackt kaufen. Außer vielleicht, man geht in so einen Bio-Supermarkt. Ich habe keine Ahnung, warum die alle mit Plastikverpackungen um die Wette glänzen. Aber irgendwie ist das bei Bio-Lebensmitteln so eine richtige Pest geworden. Also wenn ihr Bio-Rohrzucker im Papierpäckchen haben wollt, dann müsst ihr schon länger suchen und dann ist da meistens auch noch ein Sichtfenster drin. Das gleiche ist bei Nudeln. Also Nudeln gibt es in so eckigen Papierschachteln, aber halt nicht in jedem Supermarkt. Da muss man dann halt wirklich auch sich den Laden suchen, wo man die meisten Lebensmittel eben kriegt, die eben unverpackt sind. Und dann kauft man die Lebensmittel eben einfach da. Was auch cool ist, ist, wenn man einen verpackungsfreien Laden in der Gegend hat. Ich meine, ich wohne in München, für mich ist das kein Problem. Wir haben hier so einen verpackungsfreien Laden. Ja, und da kriegt man halt auch so zum Beispiel so Müsli-Zutaten. Also ich weiß jetzt nicht, wie ihr so zu Müsli steht, aber ich bin jetzt nicht so der jeden Tag Brotesser und ich finde es super schade, wenn dieses ganze Müsli-Zeugs immer total verpackt ist. Das Einzige, was ich dann früher gemacht habe, als ich noch in der Gegend gelebt habe, wo wir die Zutaten nicht teilweise unverpackt gekriegt haben und ich das dann zwar so einzeln zusammengekauft habe und dann irgendwo auch beim Türken irgendwelche getrockneten Beeren so gekriegt habe, ja, das war mir ein bisschen umständlich. Und da habe ich es dann einfach so gemacht, dass ich die größte und am einfachsten verpackte Packung gekauft habe. Grundsätzlich finde ich auf jeden Fall sehr wichtig, dass man darauf achtet, dass eben die Packung nicht übertrieben ist. Allerdings ist es halt schon so, dass die Pappschachtel eben einfach besser recycelbar ist als die Plastik. Und von der Plastik weiß man auch nicht unbedingt, wo sie landet. Und man weiß aber, dass sie nicht verrottet, wenn sie irgendwo landet, wo sie nicht hingehört. Allein deshalb halte ich schon für sinnvoll, eben Pappschachteln als Alternativen zu benutzen. Aber am allerbesten wäre natürlich, wenn man die Sachen irgendwie unverpackt kriegt. Milchprodukte. Bevor jetzt Leute schreien, die keine Milchprodukte mögen und finden, dass alle anderen Menschen auch keine Milchprodukte mögen sollten, meine Videos sind für alle Menschen und ich will das jedem selbst überlassen, ob er sich Milchprodukte reinziehen will oder nicht. Genau, und deswegen werde ich die Milchprodukte jetzt hier auch erwähnen. Die Milch kennt man ja so traditionell eher so im Tetrapack, aber man kann Milch auch in der Flasche kaufen und zwar gibt es die im Kühlregal, genauso wie Sahne. Was ich festgestellt habe, ich habe nämlich diese Produkte auch probiert, ist, dass die Milch lange hält. Also man denkt ja immer, diese Frischmilch, die wird gleich schlecht, stimmt aber nicht. Und auch bei der Sahne habe ich festgestellt, dass nach einer Woche ist diese Sahne noch gut. Ja, vielleicht kann ich in dem Zusammenhang auch noch auf Käse eingehen. Bei Käse ist es so, dass man ihn ja an der Käsetheke oder im Kühlregal kaufen kann. Jetzt ist es so, dass dieser Käse meistens eingeschweißt ist oder auch wenn man an der Käsetheke kauft, dann werden da immer noch mehrere Lagen reingemacht, irgendwie an Folie, die dann die eine Käsescheibe von der anderen Käsescheibe trennt, damit man ja nicht damit überfordert ist, zu Hause seinen Käse aus der Käsepackung zu holen. Ja, genau, solches Zeug finde ich auch total toll. Ja, was wir machen, um das zu vermeiden, ist einfach an der Käsetheke zu fragen, freundlich zu fragen, ob man diese Sachen eben auch so bekommen kann. Denn in den meisten Supermärkten haben die Leute dort so ein Wachspapier oder auch normales Papier, wo man das sich halt einpacken lassen kann. Manchmal hat man trotzdem Pech und auch wenn man es schon 500 Mal gesagt hat und die einem schon mit Vornamen kennen, ja, trotzdem kriegt man manchmal noch diese Plastikschichtfolie da, also wo das eine Seite ist halt Papier und die Unterseite ist so eine ganz dünne Folie. Dann muss man diese Folie halt abtrennen und dann kann man das Papier noch recyceln. Aber das geht, wenn man die so ein bisschen in die Finger nimmt, dann kann man es auseinanderziehen und kann man es wegschmeißen. Das ist halt sehr ärgerlich, aber also das muss man dann eben so machen. Ansonsten kann ich euch natürlich empfehlen, in einen Käseladen zu gehen oder wenn ihr Fleischfresser seid, auch in den Wurstladen. Und ganz oft ist es so, dass in solchen Läden
das viel persönlicher ist und man sich da sein Zeug auch mit extra Würsten und Mätzchen irgendwie geben lassen kann und das machen die dann auch viel eher. Ja, ein wichtiges Milchprodukt, was ich fast noch vergessen hätte, ist die Butter. Oder für Margarine gibt es das auch. Ja, und die Butter ist normalerweise verpackt in so einer Standardverpackung, wo sie quasi in so ein Papier eingefaltet ist. In Frankreich ist es nur Papier, so eine Art Wachspapier. In Deutschland ist das eine Mischung aus sogenannten Echtpergament und Aluminiumbeschichtung. Die Aluminiumbeschichtung braucht man deshalb, weil Butter empfindlich auf UV-Licht reagiert und es da wohl auch zu Geschmacksveränderungen kommen kann. Ich habe das jetzt nicht ausprobiert, aber wenn die Autoren der Butterrechtskonvention zu diesem Schluss gekommen sind, dann bitteschön. Dann unten drunter ist quasi eine Schicht aus Echtpergament. Pergament hat jetzt nichts mit gehäuteter Ziege zu tun, sondern das ist einfach nur ein tolles Industriewort für eine komische Art von Papier. Papier besteht aus Zellulose und ist biologisch abbaubar. Das kann man sogar auf den Biomüll werfen. Also nicht mit der Alufolie, aber Papier normalerweise, so unbehandeltes. Genau, da ist noch eine Wachsschicht drauf, um quasi eine Trennschicht zu haben zu der Butter, damit Fett und Wasser nicht durchkommen, da Butter ja aus Fett und Wasser besteht. Und das ist alles. Und jetzt kann man sich natürlich drüber streiten, was ist der bessere Rohstoff, Plastik oder Alu? Was ist mehr böse für die Umwelt? Ich meine, Raubbau an der Natur ist auch die Aluminiumgewinnung. Aber im Endeffekt ist halt Aluminium immer noch mit 7,57 Gewichtsprozent an der Erdhülle beteiligt und ist halt nach Sauerstoff und Silizium das dritthäufigste Element, was auf dem Planeten vorkommt. Und Aluminium kommt irgendwo natürlich vor, natürlich in Form von Erzen, also gebunden. Und man muss auch eben sagen, dass diese ganzen Kunststoffe, die kommen gar nicht vor. Die sind von Menschen geschaffen. Die können auch nicht irgendwie wieder in die Umwelt hineinfinden, irgendwie zu irgendwas oxidiert werden und würden dann irgendetwas Natürlichem entsprechen, sondern wir wissen nicht so genau, was die im Organismus machen. Sie landen aber dort. Ich meine, darüber kann man jetzt streiten. Ich bin auch kein Chemiker. Aber wie gesagt, das ist halt so mein Ansatz. Und ich meine, dass Mikroplastik mittlerweile in Stoffwechselprozessen von Plankton landet, das ist auf jeden Fall eine sehr bedenkliche Sache. Und deswegen versuche ich eben auch solche Sachen einfach zu vermeiden. Das ist mein primärer Grund. Kaffee ist auch noch so ein Ding, was mich immer ärgert. Also Kaffee ist ja was, was man normalerweise eigentlich sehr schnell verbraucht. Und man müsste es jetzt eigentlich nicht so krass verpacken. Aber es ist halt so, dass eben der Kaffee muss gelagert werden und das Aroma muss irgendwie bewahrt werden. Und Kaffee ist was, was ich meistens nicht unverpackt kriege. Ich versuche das zwar und ich frage dann immer wieder im Laden, aber das ist echt schwierig. Also da kann ich euch auch nur sagen, immer wieder nachfragen, sich die Bohnen so geben lassen, Apfelgefäß mitbringen und wenn ihr einen netten Kaffeeröster habt, dann macht er das. Da muss man das einfach probieren. Ja, mit Brot ist es ganz ähnlich wie mit den anderen Grundnahrungsmitteln, auf die ich schon eingegangen bin. Brot kann man eigentlich echt gut selbst einfach transportieren und man muss es nicht in der Plastikpackung kaufen. Jetzt ist es so, wenn ihr in einem Supermarkt Brot kauft, ist meistens so ein Sichtfenster, damit der Mensch an der Kasse vorne sehen kann, was das für ein Brot ist. Das finde ich persönlich unnötig und solches Brot kaufe ich nicht. Was ich dann stattdessen mache, ist zum Bäcker zu gehen und beim Bäcker zu fragen, ob er mir das Brot einfach so geben kann. Ich habe dann meine Brottüte dabei, das ist halt so eine Stofftüte und da kommt das Brot dann rein und dann wird es einfach so transportiert. Und wenn man sein Brot zu Hause frisch halten will, empfiehlt sich so ein Brotkübel oder auch ein, so ein Brotkasten, genau, ein Brotkasten und da schmeißt ihr das Brot dann ganz sanft rein. Und dann ist es da drin und wird nicht schlecht. Getränke, ja. Säfte und Mineralwasser. Ja, das sind Sachen, die ich eher total selten kaufe, weil ich nicht so Bock auf kariesfördernde süße Säfte habe, wo angeblich Vitamine drin sind. Ich trinke meistens einfach nur Wasser. Ich habe auch in der Uni immer so eine Wasserflasche dabei, wo ich mir mein Wasser reinfülle. Die Wasserflasche ist innen elektropoliert.
Deswegen hat sie eine extrem glatte Oberfläche und das Wasser schmeckt echt nur nach Wasser und nicht irgendwie nach Alu oder irgendwas. Bei Säften und so Mineralwasser, die man in der Glasflasche kauft, da muss man drauf aufpassen, dass das Zeug halbwegs regional ist, damit es von der Ökobilanz her noch sinnvoll ist. Denn es ist natürlich so, dass Glas einfach eine höhere Dichte hat als Kunststoff. Und außerdem werden diese Glasflaschen meines Wissens auch anders transportiert. Die müssen in Kästen transportiert werden, während die Einwegplastikflaschen zum Beispiel einfach gestapelt werden können und dadurch eben weniger Raum für Transportzeug verbraucht wird und halt insgesamt der Transport auf lange Strecke natürlich viel effizienter ist. Aber das ist natürlich, wenn man jetzt wieder schaut, okay, was ist jetzt mit den Lebenszyklen von so einer Flasche? Eine Plastikflasche, die Einweg ist, die wird ab Produktion Müll. Ja, also ich meine, da kauft ihr eigentlich Müll. Ihr kauft diese Plastikflasche, ihr benutzt die einmal, dann könnt ihr sie wegschmeißen. Warum kann man sich denn nicht einfach gleich eine Trinkflasche kaufen und die mitnehmen? Also diese Flasche, die ich habe für die Uni, die ist nicht schwer. Sowas kann sich eigentlich jeder Mensch kaufen. Ist überhaupt kein Problem. Ansonsten ist natürlich das Trinkwasser meistens auch sehr gut kontrolliert und ist sowieso bestimmten Wasserarten vorzuziehen, die man so im Handel kaufen kann. Zum Beispiel Tafelwasser. Das ist der größte Schwachsinn. Also ich verstehe Leute nicht, die Tafelwasser kaufen. Googelt mal nach, was Tafelwasser ist, dann wisst ihr warum. Ja, Tafelwasser. Ja, da wäre jetzt eigentlich nur noch das Obst und Gemüse. Bei Obst und Gemüse, finde ich, braucht man das überhaupt nicht plastikverpackt zu kaufen und auch nicht sonst irgendwie verpackt. Allerdings muss man dafür halt auch irgendwie was dabei haben, wo man es reintut. Ich meine, sonst wird es an der Kasse ein bisschen nervig. Ich habe so ein Ossi-Einkaufsnetz, das habe ich tatsächlich von der Ostprodukte-Messe, weil das war in der DDR so ein bisschen üblich, so diese Netze da zu haben, zum Transport von Zeug. Das kann man aber auch selber häkeln, wenn man irgendwie zu viel Freizeit hat. Und ich habe euch den Link dazu in die Infobox getan, dann könnt ihr es nachhäkeln. Ach ja, wo man noch vielleicht drauf achten sollte, ist, wenn man jetzt in einen Laden geht. Also im Supermarkt findet man sehr oft, dass die Kisten, wo das Obst drin ist, selbst schon total viel Plastikzeug enthalten. Also solche Formeln, wo quasi dann die Äpfel oder Tomaten oder was drin liegen, damit sie weniger zerknautscht werden. Also ich habe festgestellt, dass so bei türkischen Märkten und kleineren Märkten so an der Ecke das nicht so ist. Die haben einfach ganz normale Obstkisten. Während es bei Supermärkten häufiger so ist, dass eben so dieses Zeug, damit es eben besonders schön aussieht und dann besonders geometrisch verteilt drin liegt oder was weiß ich. Also da gehe ich dann auch nicht einkaufen, muss ich ehrlich sagen, weil ich meine, klar, man kann nicht die komplette Transportreihe quasi überwachen, aber ich kann zumindest versuchen, als Endverbraucher irgendwie das, was ich dann noch fördere, zu reduzieren. Also zu sagen, okay, wenn ich jetzt sehe, da wird jetzt noch mehr Plastik verwendet als da, dann kaufe ich das dann nicht. Also meinen eigenen Apfelbaum habe ich jetzt noch nicht, ne? Meine Erfahrung ist auch, dass wirklich mit so kleineren Läden, dass es viel persönlicher ist, dass man die Leute öfter um so einen Gefallen bitten kann, wie irgendwas einem abzufüllen, und das ist alles nicht so stressig. Also das kann ich euch wirklich empfehlen. Ansonsten hilft es auch, einfach frischer zu essen, mehr Obst und Gemüse zu essen, mehr selbst zu machen. Ich habe ja ganz am Anfang dieses Beispiel mit dem Müsli erwähnt, was mich immer geärgert hat. Mir ist noch eingefallen, dass zum Beispiel in Müsli ist zum Beispiel auch viel so Trockenobst drin. Aber es schmeckt viel besser, wenn man frisches Obst reintut. Und es gibt so einfache Tricks, einfach sein Essen besser zu machen oder auch sich bestimmte Sachen einfach schon mal vorzubereiten, damit man sie immer parat hat, Sachen zu lagern. Und ja, also da musst du einfach ein bisschen kreativ sein. Das ist am Anfang ein bisschen schwierig, aber wenn man sich erstmal dazu zwingt, auf dieses ganze Zeug zu verzichten und halt wirklich nur noch die Sachen zu kaufen, die gering verpackt sind oder gar nicht Plastik verpackt sind und einfach zu versuchen, das wirklich zu reduzieren, dann merkt man echt nach kurzer Zeit, wie kreativ man eigentlich wird. Ja, und einfach mal ein bisschen mutig zu sein und was auszuprobieren und auch einfach öfter selber zu kochen. Denn gerade diese Fertiglebensmittel, das ist eigentlich alles unnötig, denn man kann sich selbst Bratkartoffeln machen. Man kann sich selbst Kartoffelbrei machen, man kann sich selbst Nudeln mit Soße machen. Man kann all diese Fertigsachen selbst machen, und wie lange dauert's? Für Viertelstunde. Als ob man die nicht hat. Die hat man noch, die Viertelstunde. Also macht das, probiert es aus, lasst euch nicht davon unterkriegen, dass ihr irgendwie faul seid oder euch das irgendwie zu schwierig wird. Und wenn ihr irgendwie eine Frage habt, dann könnt ihr auch hier
Dann könnt ihr auch mich fragen. Wenn ich gerade Zeit habe, antworte ich euch. Und ansonsten hoffe ich, ihr habt einen coolen Tag. Wenn ihr Kommentare und Likes habt, dann bitte her damit. Ja, das war's.